grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Eva und zeige dir kreative Inspirationen. Heute soll es um Verpackungen gehen und zwar mit Materialien, die du eventuell zu Hause hast. Und heute ist ja der erste Advent. Hier hinten brennt meine erste Kerze auf meinem Kuchen-Adventskranz. Und da sind ein paar ganz tolle Ideen reingeflattert und die möchte ich euch ganz kurz vorlesen. Und zwar hat die Christa gesagt, sie würde Keksausstecher dekorieren um den Kranz rum. Und die Christina hatte die Idee, mit einer Schnur und roten Holzperlen zu dekorieren. Auch eine ganz tolle Idee. Und die Kerstin, sie würde den Kranz in die Küche stellen und mit Gewürzen und Trockenblumen dekorieren. Also alles ganz tolle Ideen. Ich hatte ja gerade keine Idee und ich habe mich jetzt aber für den Keksausstecher und die Schnur entschieden. Also wirklich ganz schlicht. Dann würde ich sagen, wir starten mit den Verpackungen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und wir sehen uns ganz zum Schluss nochmals.
Das waren nun meine kleinen Inspirationen. Ich hoffe, es war etwas für dich dabei. Nächstes Mal wird es vermutlich auch zum Teil nochmals um Verpackungen gehen. Da habe ich auch etwas mehr Zeit, denn heute ist der letzte Tag der Ausstellung. Also wer in der Nähe ist, herzlich willkommen in Liestal. Und noch was ganz Kleines zum Schluss. Ich habe hier auch aus dem Tetra-Pack habe ich so eine kleine Tüte gebastelt und mit einer Lichterkette drin und fand das ganz süß, wo man auch auf den Tisch stellen kann. Natürlich wirkt es mehr, wenn es mehrere zusammen sind, oder als kleines Adventsgeschenk, wenn man irgendwo eingeladen ist und gar nichts zur Hand hat, ist das, man kann sie auch mit Schokolade füllen oder was auch immer. Also das soll noch eine kleine Idee zum Schluss sein. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, so würde ich mich sehr freuen über ein Abo von dir. Wenn du Anregungen hast, Ideen oder wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über einen Kommentar und auf einen Daumen nach oben. Dann ist es das für heute. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bleib kreativ, umarm deine Liebsten, genieße den ersten Advent. Tschüss zusammen.